Rafael Guerreiro hat bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2020. Nun erscheint es fraglich, ob er diesen Kontrakt auch erfüllen wird. Die Bild berichtet, dass die Verhandlungen über eine Verlängerung des Arbeitspapiers des Portugiesen seit Monaten stocken. Bildergalerie internationaler Transfermarkt aktuell, Fußballtransfers international 70 Bilder seit der Verpflichtung von Nico Schulz, 26, soll eine weitere Zusammenarbeit sogar komplett vom Tisch sein. Die Zeichen stehen auf vorzeitige Trennung. Guerreiro gilt als Lieblingsschüler von PSG-Trainer Thomas Tuchel, seit Wochen geistern Gerüchte um einen möglichen Wechsel Guerreiros nach Paris durch die Medien. Diese Option könnte für den 25-Jährigen nun interessanter geworden sein. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga reif, Sorgen wegen Werner Poker, Fußball, Bundesliga Ferguson zollt Bayern Respekt dient. Fußball, Premier League City Boss attackiert Spanier, Fußball, international schickt PSG Tuchel-Rivalen weg. Fußball, Bundesliga-Hacking appelliert an Tränger, ebenfalls von Tuchel umworben wurde wohl Julian Weigel. Nach Bildinformationen hat BVB-Trainer Lucien Favre versucht, den Mittelfeldspieler in einem Vier-Augen-Gespräch persönlich von einem Verbleib überzeugen. PSG sei jedoch bereit, für Weigel ordentlich Geld auf den Tisch zu legen. Bei dem ehemaligen deutschen Nationalspieler ist anscheinend noch nicht absehbar, wofür er sich entscheidet. Let's block it's. Why?